Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Secret of Mana mit mir, dem LT. Und nachdem wir in der letzten Folge ja im Feuertempel waren und dort aber nicht weitergekommen sind, sind wir zurück in die Oase, haben uns geheilt, also die zwei Mädels haben wir geheilt und haben beschlossen, dass wir jetzt in das Land des Eises ziehen. Hier können wir ja erstmal nichts weiter machen. Salamander ist ja nicht da. Folglich gehen wir einfach mal ins Land des Eises. Zahlen die 50 Goldmünzen. Wir sollen uns nicht erkälten. Ich denke mal nicht, dass wir uns da groß erkälten. Und dann schauen wir doch mal in das Land des Eises. Wir wissen ja auch, dass eine Dorfbewohnerin da eventuell hinziehen möchte, weil es hier in der Oase ja nicht mehr so toll ist. Und diesmal hat uns der Kanonier auch besser geschossen und wir landen direkt in einem Dorf. This is Toto Village. Im Schneelöwendorf landen wir hier. Wir haben hier auch einen Händler. Da schauen wir doch gleich mal vorbei. Und schauen einmal, ob der neue Sachen für uns hat. Aber wie wir sehen, hat er nur die gleichen wie auch schon in der Oase. Jedoch können wir jetzt aufgrund von dem Geld, das wir haben, zwei Waschbärmützen für die Mädels kaufen und auch zwei Goldwesten, die wir ihnen natürlich auch gleich anlegen werden. Somit haben sie jetzt auch eine bessere Verteidigung, was sicher sehr hilfreich sein wird. So, Kiki, einmal kriegst du die Waschbärmütze und auch die Goldweste und Grimm natürlich genauso. So, somit seid ihr jetzt alle auf dem gleichen Stand und wir können uns das Dorf hier mal weiter ansehen und schauen, was denn die Seelöwen so zu erzählen haben. Things are getting hot around here. The more the ice melts, the harder it is to carve out a living. Die beschweren sich, dass es zu heiß ist. Und was sie nur machen sollen, wenn das Eis wegschmilzt, ja, kann ich euch jetzt auch erstmal so nicht sagen. I'm starving. Du verhungerst? Dann geh doch was essen. Geh doch was essen. Fang dir leckeren Fisch. Oh, und wer ist denn da im Hintergrund? Wer ist denn das da dahinter? One night is 50 GP. Stay the night? Nein, übernachten wollen wir jetzt erstmal nicht. Aber mit dem dahinter können wir leider nicht sprechen. Schade. Hätte mich gerne interessiert. Dann schauen wir doch hier nochmal ins Haus, was es hier so gibt, und da ist der Schmied. Who does this freak think he is? I'm this town's blacksmith, not him. Oh, und er ist stickig, dass er der Schmied der Stadt ist und nicht der. Und da ist unser Zwergenfreund. Der hat sich hier einfach mal eingenistet. What kept you? I've been freezing my ears off. You need help with your weapons? Ja. Freund hat sich noch beschwert, dass es in der Oase zu warm ist. Jetzt beschwerst du dich, dass es hier zu kalt ist. Eieiei, dir kann man es auch nicht recht machen, aber wir haben ja noch keine neuen Orts, deswegen verlassen wir dieses Haus und schauen uns weiter um. Schauen einmal hier rein. Aber hier ist gar niemand, niemand zu Hause. Wenn hier niemand zu Hause ist, okay. That strange old man in Frozen Forest is always angry. Can't deal with that. Der alte Mann im Frostwald regt sich ständig nur auf. Ja, da gibt's leider mehr. Auch so in der normalen Welt gibt es leider zu viele ältere Menschen, die zu verbittert sind und sich immer wieder aufregen. Dabei sollte man doch einfach nur alles genießen und froh sein, wenn man gesund ist. Schauen wir einmal, was erzählst du uns denn? There's a tropical paradise in Crystal Forest, you know.
Kristallwald gibt es ein tropisches Paradies. Mehr haben wir noch nicht gewusst. Danke für den Hinweis. Aber wir verlassen jetzt das Dorf. Wir haben uns alles angesehen. Und sehen hier gleich mal ein paar Wölfe. Die wir gut benutzen können, um unsere Waffen ein bisschen zu trainieren. Deswegen werden wir da natürlich nicht gleich wegrennen. Und wie wir sehen, diese Kristallsteine schauen wirklich schön aus, wie sie blinken und funkeln. Auch die Bäume. Sieht der Wald eigentlich schon recht friedlich aus, wenn denn diese Wölfe sind, die wir uns aber zum Glück relativ einfach kümmern können. Und so unsere Waffen auch gleichzeitig ein bisschen leveln können. Dann wollen wir doch uns hier einmal anschauen, ob wir hier noch mehr finden. Außer Wölfe und Kraken sind. Sie sehen zwar aus wie Wölfe, nennen sich aber Schakale. Dann wollen wir sie natürlich auch so nennen, damit sie nicht beleidigt sind. Grimm erreicht werden, der Stufe 25. Was ganz gut ist. Dann überlebt sie vielleicht ein bisschen länger. Diese Schreckkiste nehmen wir mit. Da kriegen wir einen Bonbon. Schauen wir mal, was der Wald noch so parat hat. Dieser Schakal, der verlangsamt uns jetzt ein bisschen. Aber das ist auch schon wieder vorbei. Der Effekt hat nachgelassen und somit können wir mit großen Schritten weiter und sehen hier ein Rentier. Help! Help me, please! My master is gone! Das ist Rudolf. Rudolf. Wir finden hier Rudolf, aber Rudolf teilt uns mit, der Meister ist weg. They're all gone. That monster is the only thing in the ice palace. Nur noch das Monster im Eistempel ist da. I think the monster's got my master. Help me. Und Rudolf glaubt, die Monster haben den Meister geschnappt. Wir sollen ihm helfen. Das werden wir natürlich machen. Handelt es sich bei dem Meister um den Weihnachtsmann? Hier kriegen wir erstmal einen Orb. Oh, noch eine Kiste. Noch ein Lanzenorb. Handelt es sich um den Meister von Rudolf, wirklich um den Weihnachtsmann? Sind wir hier auf der Weihnachtsinsel? Das werden wir herausfinden. Also machen wir uns gleich mal auf zum Eistempel und suchen den Meister von Rudolf. Denn was wäre das denn, wenn der Weihnachtsmann hier entführt wird? Hier kommen wir erstmal nicht vorbei. Bedeutet, wir laufen hier nach. Wir kümmern uns um diesen Igel, der sich da in den Weg stellen möchte. Er hat's, sagen wir es mal so, er hat's versucht, aber ja, da hast du nicht mit uns gerechnet. Schauen wir nochmal, hier haben wir ein Schild. Nein, wir wollen nicht schießen, wir wollen eigentlich das Schild lesen. Na? Dürfte dieses Schild nicht lesen. Ja, jetzt. Da geht's zum Kanonieren. Da wollen wir natürlich erstmal nicht hin. Wir sind ja gerade erst angekommen. Wollen wir doch nicht schon wieder losziehen. Wir wollen ja Rudolf helfen. Um diese Schakale kümmern wir uns um den Igel. Natürlich auch. Wenn er mal aufhört, sich hier durch die Gegend zu graben. Und
Aber dass die Musik eigentlich sehr beliebig ist, sind ja doch einige Gegner, die uns aufhalten wollen. Was bist denn du für ein Gegner? Bist du eine Schildkröte? Sieht sehr danach aus. Oh, und kann wohl auch zaubern. Zaubert sich einen Eishäbel. Das heißt, wir sollten uns jetzt nach Möglichkeit nicht treffen lassen. Denn wir wollen ja kein Schneemann werden. Aber den haben wir zum Glück erledigt, bevor er seinen Eishäbel nutzen konnte. Da haben wir einen Schakal. Zwei Schakal schon. Noch einen Igel, um den wir uns hier kümmern. Bevor wir uns unten um die Schakale kümmern, denn wie wir sehen, hier kommen wir nicht weiter hier oben. Also müssen wir nach unten. Und was bist denn du für eine Wolke? Prim, kläre doch mal bitte ab, was das für eine Wolke ist und was wir gegen sie tun können. Eine Gaswolke. Ja, analysiere doch mal. Sie hat 100. Oh, oh, oh. Die ist aber ziemlich stark, diese Wolke. Für, ja, Kraft des Feuers, die haben wir leider noch nicht. Dann lassen wir die Wolke lieber mal hier bestehen. Und kümmern uns um die Schakale. Gegen die können wir etwas ausrichten. Prim, du darfst erstmal heilen. Schakale. Nicht, dass hier jemand zum Geist wird. Die Wolke geht echt nervig. Und der Schakal hat mich wieder verlangsamt. So, Mädels, kommt ihr mit, oder? Gut. Dann lasst uns hier runtergehen. Und wie wir gesehen haben, sind wir hier im Kreis gelaufen. Und da oben kommen wir ja auch nicht weiter. Also gehen wir zurück und suchen uns einen neuen Weg. Denn, wie wir sehen, hier unten kommen wir noch etwas weiter. Vielleicht ist das ja der Weg zum Eistempel. Erstmal kümmern wir uns hier um die Schildkröte, um den Schakal. Und wenn der Igel sich weiter einmischt, natürlich auch um den. Lieber Igel. Eigentlich mag ich ja Igel, aber du bist mir schon ein bisschen zu aufgedreht. Deswegen müssen wir uns leider um dich kümmern. So. Nun können wir hier runter. Und sehen, hier geht es ein Stück weiter, aber da laufen wir auch noch im Kreis. Kanonier wollen wir ja nicht, wobei wir können mal schauen, wo er uns hinschießt. Vielleicht kann er uns ja zum Tempel schießen. Fragen wir ihn mal. Hey there. Welcome, welcome. It's 50 GP nee. Per trip. Du kannst uns nicht zum Tempel schießen. Also müssen wir uns doch selbst den Weg suchen. Dann wollen wir hier einmal weiterlaufen, indem wir hier wieder nach oben gehen. Da sind wir wieder bei Rudolf. Tja, den haben wir hier ja schon. So, dann schauen wir doch mal. So, und da hatten wir einen kurzen Schnitt, weil sich mein Spiel auf der PlayStation kurz verabschiedet hat. Aber wir sind immer noch bei Rudolf und suchen uns jetzt einen anderen Weg, den wir vielleicht noch nicht gesehen hatten, wie wir den Wald hier erkundet haben.
sind wir wohl zu schnell durchgelaufen. Deswegen werden wir den jetzt weiter überprüfen, diesen Kristallwald. Um natürlich Rudolf zu helfen. Ich meine, den Meister wollen wir schon finden und natürlich auch befreien. Wir kommen immer noch nicht vorbei, also müssen wir doch wieder außenrum. Glauben wir halt außenrum. Hier vorbei. Kümmern uns hier um die Schildkröte. Gehen weiter und jetzt schauen wir mal, ob wir hier einen Weg vielleicht übersehen haben. Also hier geht es erstmal weiter. Um die Gegner kümmern wir uns mal schnell, damit sie uns nicht zu sehr nerven bei der Suche. So, lieber Igel. Genau. Hebe dich. Und du, Schakal, ergibst dich auch. Da wir die Giftwolke ja nicht mit den Waffen angreifen können, versuchen wir doch mal, auf sie zu zaubern. Dann nehmen wir mal unseren Gnom. Jetzt sehen wir es gar nicht richtig. Oh doch, getroffen haben wir sie. Ich muss warten, bis ich wieder auftau. Und wir kriegen einen Engelskelcher. Kiki, dann darfst du gleich nochmal zaubern, wenn die Wolken für uns Engelskelche haben. Die nehmen wir sehr gerne mit. Mal hoffen wir mal. Oh, was hat die fallen lassen? So wie es ausschaut, nichts. Hat sich nur in den Stein verwandelt. Kiki, du darfst nochmal. Hol nochmal den Gnom. Aber noch einmal. Na gut, dann laufen wir weiter. Den hier oben ist ein Gang. Ich glaube, den haben wir vorhin vergessen. Da sind wir nämlich nach unten. Und wir hören auch schon einen Endgegner. Prim, du das gleich mal analysieren und uns sagen, was wir denn gegen diesen Gegner verwenden sollen. Und sage uns jetzt bitte nicht Feuer, weil Feuer haben wir noch nicht gegen diese Ottyk-Fratze, wenn man es denn so ausspricht. Sieht eher aus, wie wenn man einfach irgendwelche Buchstaben zusammengesetzt hat. Soll uns jetzt aber erstmal nicht interessieren. Wir möchten wissen, was hier effektiv ist. Okay, wir schlafen jetzt erstmal alle. Und jetzt kommt es auch noch dazu, dass meine Batterie fast leer ist vom Controller. Wenn wir schlafen, können wir den schon mal anstecken. Und jetzt haben wir vor lauter Anstecken schlafen nicht gesehen, was wir nutzen können. Soll uns aber erstmal nicht stören. Wir lassen Kiki einfach mal die Schlammbombe zaubern. Auf beides, auf die Ranke und auf die Bratze. Und wir haben gesehen, wir haben einen Schaden gemacht. Aber die Fratze fängt schon an, sich zu heilen. Das ist meistens ja ein gutes Zeichen. Na komm raus. Jetzt können wir weiter. Kiki kann nochmal zaubern. Eis wollen wir, glaube ich, nicht zaubern. Denn Eis zu zaubern in der Eiswelt, das, glaube ich, wird nicht viel helfen. Aber die Schlammbombe macht wirklich nur einen Schaden. Dann probieren wir noch, bevor die MP ganz weg sind, einen anderen Zauber von Kiki aus und nehmen einmal den Windzauber. Vielleicht macht er ja ein bisschen mehr Schaden. Jetzt nicht gesehen, wie viel Schaden, aber dann schlagen wir halt weiter auf hinein. Weichen hier. Oder versuchen auszuweichen. Jetzt
So, liebe Fratze, wo bist du? Du hast doch eh keine Chance. Kannst dich doch erklären. Und wieder die Ranke. Irgendwie treffen wir ihn nicht wirklich. Da wechseln wir dann einfach mal auf unser Schwert. Vielleicht ist das etwas effektiver. Warten und jetzt immerhin das Schwert trifft doch hin und wieder mal. Jetzt haben wir sie schon mal kritisch getroffen. Aber sie rennt hier immer noch rum. Wollen wir noch mal schauen. Wir werden die doch jetzt noch. Da kommt wieder die Ranke in den Weg. Der ist wirklich schwer zu treffen. Aber er macht uns glücklicherweise auch nicht viel Schaden. Zaubert jetzt aber irgendwas. Das hat schon. Ich hätte es nicht gerufen sollen. Grimm, heile uns bitte. Dein Kiki ist schon sehr niedrig gewesen. Jetzt 85 und jetzt haben wir die Fratze erledigt. Ah, die war schon etwas hartnäckiger. Lag aber, glaube ich, eher daran, dass wir sie nicht so gut getroffen haben. Soll aber unserem Jubel nichts abtun. Wir freuen uns, lassen uns heilen. Und jetzt schauen wir mal, ist hier irgendwo der Meister von Rudolf? Und ist das der Weihnachtsmann? Jetzt sind wir erstmal in einem Dorf. Welcome to the tropics and snow country. Neat, huh? Wir sind jetzt in den Tropen, mitten in Eis und Schnee. Angenehm warm. Und den Gesellen da oben kennen wir doch schon. No matter how much snow there is out there, in this place it's always summer. Fabulous, no? Hier ist immer Sommer, egal wie kalt es außenrum ist. Schön. Aber warum? Everyone around has deep pockets. It ain't cheap to live here. Und die Leute hier haben alle viel Geld, deswegen ist alles so teuer. These high-class folks got over their typical spending and decided to spend their money in this place. Und die Reichen kommen hierher, wenn ihnen langweilig wird. Mhm. Ja, wenn man das Geld hat, dann kann man auch einfach mal irgendwo hinfahren, wo es warm ist. Aber muss man da in irgendein Tropendorf fahren? Ich weiß nicht. I moved here from Gold City. Goldenstadt bist du hierher gezogen. Okay. Only the most elite own a second house here. It's the fashion. Ein Statussymbol. Ich sehe schon, ihr seid alles reiche Schnösel. Ich glaube, mit euch möchte ich nicht viel zu tun haben. Jetzt wollen wir doch mal schauen, was dieser Kollege, den wir ja schon kennen, hier möchte. Oder wir sprechen erstmal nicht. You can tell a rich crowd by what they spend their money on. So, die Reichen geben ihr Geld für andere Sachen aus. Als die normalen Leute. Wobei reiche Leute auch nicht anders sind wie nicht so reiche Leute. This second house of ours is so nice. Hier kann man sich richtig wohlfühlen. Alles klar. So glad my wife found this place. Du bist froh, dass deine Frau dieses Häuschen gefunden hat. Hm. Dann schauen wir doch mal zu unserem Gesellen, den wir ja schon von einem Schiff kennen. Hm. Who are you? Have we met? No? Never mind. Doch, wir haben uns schon mal getroffen, bilde ich mir ein. I need you to watch this stove. Just whack it every so often if it cools down. Sollen auf den Ofen draufhauen? Ja, wir. I'm counting on you. Ja, sehr gerne. Wir achten da drauf. Aber warum sollen wir auf den Ofen hauen? Sehr komisch das Ganze. Was ist das für ein Ofen? Wäre der hier alles warm? Huh?
I heard something. Should I open it? Schauen wir rein hier in den Ofen? Ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein. I'm the fire elemental Salamander. Da ist also Salamander. Was machst du denn in dem Ofen? Use me as a heater, huh? Well, they'll get more heat than they bargained for. Die haben mich also hier eingesperrt. Deswegen war es hier auch immer so warm. Need firepower? I've got you covered. Go crazy. Burn the whole place down. Das ist aber nett. Das heißt, wir lernen jetzt die Feuermagie. Das ist sehr praktisch. Und schon ist alles kalt. You again? You dolt? Didn't you recognize them? Ja, die Chefin erkennt uns sofort. Sorry. Ja, jetzt ist es zu spät, würde ich sagen. This was the perfect money-making scam. Now everyone's gone. Ja, natürlich sind jetzt alle weg. Huh? The seed from the Fire Palace? How should I know? I've had enough of mana seeds. Wie, du hast genug von Mana-Samen? Ich dachte, ihr wolltet die alle klauen. We saw some weird old coot when we nabbed Salamando. Einen komischen alten Kauz. Wen habt denn ihr jetzt schon wieder gesehen? What are you doing? Don't help them! Doch, ihr könnt uns ruhig helfen. Das passt schon so. You won't get away with this. Wie, wir kommen damit nicht davon. Sind wir doch schon. Also, fast. Wir kommen damit nicht davon und dann rennt sie weg. Die sind ja komisch. Die sind ja komisch drauf. Sind jetzt noch welche in ihrem Ferienhaus, wo es nicht mehr so warm ist? Nein. Da sieht man's mal wieder. Ist der Luxus weg, ist alles vergessen und keiner hat mehr Lust. Wir schauen aber hier nach oben, wir suchen ja noch den Meister von Rudolf. Und der scheint ja im Eistempel zu sein. Also wollen wir hier einmal schauen, wie es weitergeht. Wir möchten aber natürlich auch gleich mal... Na? Kiki, du darfst gleich mal den Feuerzauber anwenden. Was haben wir denn hier? Den Feuerball, eine Explosion und Lavawelle. Aber die Magiepunkte reichen nur noch für den Feuerball. Den darfst du einmal benutzen. Und zwar auf alle, bitte. Das scheint sehr wirksam zu sein. Ist aber fast verständlich. So, dann begeben wir uns hier einmal weiter an dem Schakal vorbei, wenn er uns dann vorbei lässt. Auf der Suche. Kiki, das ist dein Auftritt. Oh, du hast Level abbekommen, das ist sehr gut. Bedeutet, du kannst wieder zaubern. Dann zaubere doch einmal den Feuerball auf alle. Somit sind die Wolken hoffentlich auch gleich erledigt. Aber die sind wohl noch nicht ganz erledigt. Jetzt sind sie weg. Haben sie sich's anders überlegt? Haben sie sich doch gedacht, so, nö, wir gehen dann lieber doch. Die Schakale versuchen es noch, aber auch er wird einsehen, dass er keine Chance gegen uns hat. Damit gehen wir jetzt hier nach oben und hoffen, dass wir den Eispalast erreichen. Aber da finden wir erstmal unseren Freund Raffi. So cold. What can I do from you? Dem etwas kalt ist und der uns natürlich wieder die Dinge überteuert verkauft. Wir machen hier aber jetzt eine kurze Pause.
bedeutet für euch, diese Folge ist zu Ende. Und wir sehen uns in der nächsten Folge genau an dieser Stelle wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.